Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeier. Ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, es geht heute wieder um toxische Beziehungen, diesmal von einem Mann, eine Mail von Dimitritov, und er schreibt Folgendes. Hallo lieber Christian, ich folge deinem Kanal jetzt schon eine Weile und habe den Liebeschip und Liebeskummerkurs gemacht. Ich habe festgestellt, wenn ihr ihn auch machen wollt, liebeschip.de, dass meine letzte Beziehung extrem Ausrufezeichen toxisch war, jedoch anders als die Beziehungen, die hier in deinen Videos beschrieben werden. Meine Ex-Freundin und ich sind vor 4 Jahren zusammengekommen. Sie war damals in einer Beziehung, in der sie unglücklich war. Sie sagte, sie liebe ihren damaligen Freund, jedoch könne er ihr nicht geben, was sie sich wünsche. Ich habe die Beziehung damals ein wenig von außen mitbekommen, konnte zumindest von außen kaum kontrollierendes Verhalten erkennen. Ich war bereits ein Jahr Single und fühlte mich furchtbar. Da liegt schon der Hase im Pfeffer. Ich war sehr verzweifelt auf der Suche nach einer Beziehung, aber gleichzeitig auch sehr anspruchsvoll. So hatte ich während dieser Zeit eine Freundschaft plus, die sich wünschte, mit mir zusammen zu sein, die ich aber stark auf Distanz hielt. Frauen, die Interesse an mir zeigen, lehnte ich ab. Ja, also das wirst du ja sicherlich in dem Kurs dann auch gesehen haben. Also das ist ja, was ich immer sage mit den leeren inneren Eimern, Mangel zieht Mangel an. Ne? Also wenn du verzweifelt datest, ziehst du Leute an, die einem diesen Mangel vom Außen widerspiegeln. So, ne? Und deswegen ist Selbstliebe so wichtig und nicht verzweifelt eine Beziehung suchen, sondern mit sich selbst klarkommen, das ist absolut notwendig. Ne? Sonst zieht man einfach immer wieder die falschen Partner an. Und es ist wirklich ein Phänomen. Und die Frauen, die dich wollen, die willst du dann nicht, weil das Matching noch nicht stimmt. Ne? Vielleicht gab es noch andere Probleme, aber gut. Also du musst deine Eimer voll machen. Als meine Ex-Freundin begann, ihr Interesse an mir zu signalisieren, sprang ich sofort drauf an. Sie trennte sich von ihrem Freund und wir kamen direkt im Anschluss zusammen. Auch bei ihr dann keine Lücke, ne? Nicht gut. Ich glaube, wir hatten uns zu dieser Zeit gegenseitig gelovebombt. Ja, wie gesagt, das machen Pluspol und Minuspol, wenn ich ehrlich bin. Ich war arg romantisch und überlegte mir zigtausend Sachen, mit denen ich sie begeistern könnte. Das ist, also erstmal ist es meiner Ansicht nach nicht wirklich männlich irgendwie. Weil, weiß ich nicht, muss James Bond die Frauen begeistern, der ist einfach geil irgendwie und macht tolle Sachen, rettet die Welt und was weiß ich. Und da ist schon so ein bisschen drin, dieses, man sieht es immer im Fernsehen, da ist schon ein bisschen dieses drin, ich muss sozusagen ganz, du denkst wahrscheinlich, du machst das gerne, aber ich muss ganz viel machen oder prüf das mal, ob du nicht das Gefühl hast, du musst ganz viel machen, um diese Liebe zu erhalten, also musst ganz doll anstrengen. Sie sprang total drauf an und sagte mir, dass sie sich schon sowas schon immer gewünscht hätte und wie unglaublich ähnlich wir doch seien. Sie war unfassbar locker, entspannt, humorvoll, selbstbewusst. Genau das hatte ich mir immer gewünscht. Sei du selber so selbstbewusst, humorvoll, locker. Grundsätzlich sind wir uns tatsächlich unglaublich ähnlich. Rein auf dem Papier passen wir sehr gut zusammen. Wir hatten eine wirklich unfassbar schöne 6 Monate. Ja, es sind immer die 6 Monate, ne? Klassische Honeymoon-Phase, danach ging es rapide bergab. Sie fand mehr und mehr Probleme an mir und verzieh mir meine Fehler nicht mehr. Stichwort Rabattmarken kleben. Wie geht der toxische Kreislauf? Idealisierung, kritisieren, Abschuss. Sie benutzte jede noch so kleine Verletzung, die ich ihr zufügte, um mir Schuldgefühle zu machen und mich zu kontrollieren. Sie drohte häufig auch damit, Schluss zu machen. Sie war nie bereit, Verantwortung für ihre Gefühle zu übernehmen, sondern sah dies stets als direkte und unausweichliche Folge meines Verhaltens. Die berühmte Schuldumkehr. Ich probierte es durch immer mehr romantische Gesten und Aufmerksamkeiten zu zeigen, dass ich sie liebe, co-abhängiges Verhalten, und sie dazu zu bringen, mir zu verzeihen. Gleichzeitig war ich aber nicht in der Lage, wirkliche Intimität zuzulassen. Ich tue mich schwer damit, Menschen meine Realität zu zeigen, weil ich Angst habe, die Kontrolle zu verlieren und verlassen zu werden. Typisch co-abhängige Bindungsangst. Jeder Mensch kriegt nur einen Bruchteil von mir zu sehen, den Großteil behalte ich für mich. Dazu kommt, dass sie ein sehr verurteilender und selbstgerechter Mensch ist. Man kann nicht super sehen, wie ihr so ein Match seid, ne? Auf eine Art, der alles nachträgt. Dies erschwerte natürlich das Öffnen meinerseits umso mehr, besonders da ich grundsätzlich co-abhängig zu sein scheine. Ja. So kam es, dass ich ihr aus Angst und Druck häufig oberflächlich zustimmte. Auch das
Erstmal ist es co-abhängig und dann, man steht zu dir, ey, du bist ein Typ. Ne? Mach dein Ding, echt. Die Dinge aber in Wirklichkeit ganz anders sah. Ich vermutete, dass sie das spürte und probierte, ihre Unsicherheit durch mehr und mehr Kontrolle zu überwinden. Sie sah die gesamte Schuld für den Katastrophenverlauf der Beziehung bei mir. Ja, ich fühlte mich in der Beziehung erdrückt, aber konnte sie nicht beenden. Mit der Zeit wurde sie immer toxischer, die Streitigkeiten steigerten sich und wurden immer schlimmer. Nach und nach ließ ich die schlimmsten Abwertungen zu. Du bist dumm, du bist ein Versager. Muss das sein? Brauchst du das? Hast du nie was Besseres verdient? Aber es geht nicht darum, ob jetzt einer besser oder schlechter ist bei euch. Ne? Also jeder hat sein Thema, aber dein Thema ist definitiv... zu dir zu stehen und zu sagen, ey, so behandelst du mich nicht, ne? No fucking way. Du hast mich ergeben und versprach immer wieder Verhaltensweise von mir zu ändern, was aber letztlich nicht tat. Was natürlich auch nicht gut ist. Dazu kommt, dass sie völlig unfähig war, abweichende Meinungen von mir zu akzeptieren und klassische Guilt-Trips dazu benutzte, mich gefügig zu machen. Sollte ich ihr nicht zustimmen. Ey, man, da muss man eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Gut. Streits dauerten durchschnittlich 3 Stunden, kein Scherz, und ihr Redeanteil war 99%. Das Opening Statement von ihr war häufig bereits 25 Minuten gelang, gespickt mit Schuldzuweisungen und Vorwürfen. Klassischerweise war mein Verhalten ihrer Meinung nach selbstsüchtig und ignorant. Könnte das eine Projektion sein? Entschuldigte ich mich nicht sofort und gestand alles ein, wurde es nur noch schlimmer. Und so weiter und so weiter. Mir platzte in Streit zunehmend der Kragen und ich lehnte nur noch ab, was sie sagte. Ja, aber das ist verständlich, ne? Gut. Aus Schuldgefühlen gab ich immer mehr meines Lebens auf und fokussierte mich mehr und mehr auf sie, um endlich gut genug zu sein. Eigentlich eine tolle Mail, ne? Mann, du kriegst das in den Griff, arbeite dran, ey. Ich wurde heftig gegaslightet, laut ihr war ich defekt und sollte dankbar sein, weil sonst keiner es mit mir aushalten würde. Oh, Gott. Okay. Mit der Zeit baute sich mehr und mehr Ablehnung und Zorn auf beiden Seiten auf. Streits explodierten. Sie war stinksauer, dass ich meine Verhaltensweise nicht änderte und ich fühlte mich ausgequetscht wie eine Orange in einem Safter. Okay. Gut. Viel zu spät haben wir aufgegeben und uns getrennt. Aber so richtig verstehe ich die ganze Konstellation nicht. Ich habe gleichzeitig Minus- und Pluspol-Eigenschaften gezeigt und finde es sehr schwer zu sagen, ob ich eher vermeidend oder liebessüchtig bin. Also liebessüchtig weiß ich jetzt nicht, aber co-abhängig definitiv. Und für mich ist das eine ganz normale Konstellation von einem, der immer an sich zweifelt und einem, der, wie du sagst, schreibst, ja, ich benutze jetzt deine Worte, selbstgerecht ist und immer davon ausgeht, dass er recht hat. Ganz normale Konstellation. Das gleiche gilt auch für sie. Wir hatten zu viel Kontakt, quasi permanenter Austausch. Ja, nicht alle diese Beziehungen ist, dass einer kalt ist. Manchmal gibt es auch diese Verstrickung, ne? Dieses so ganz eng ineinander fallen, aber es ist halt toxisch, ne? Ja. Wir haben uns beide total aufeinander eingeschossen, waren unzertrennlich, totales Enmeshment, genau. Total toxisch. Ja. In Therapiesitzungen kann ich mich sehr gut mitteilen, habe klare Gedanken und Meinungen. In dieser Beziehung habe ich mich jedoch verloren und mich am Ende selbst nicht wiedererkannt. Ja, das ist der Ablauf, ne? Ich vermute, dass es ihr ähnlich geht. Ich probiere zu verstehen, was passiert ist, denn ich stehe vor einem riesigen Scherbenhaufen. Nein, du siehst das jetzt als Chance, dass du das so gelernt hast, dass du verstehst. Du guckst, ob das Material da in deinem Liebeschip-Kurs, wo du es herkommst, ob deine Eltern so waren, deine Mami so war, dein Papi so war, und du gehst jetzt mal das Thema Co-Abhängigkeit an und dann hör auf, an dir zu zweifeln und nimm dein Leben in die Hand und lass dich nicht mehr so behandeln, würde ich dir raten. Wie gesagt, es geht nicht darum, ist einer da besser oder schlechter, ist vielleicht, dass du sie manchmal auch schlecht behandelt, aber das ist dann ihr Thema, kann sie gucken, was sie damit macht, aber das kann ich dir nur raten. Ja, und wir werden uns bald wiedersehen.